Hey Leute, wie geht's? Also ich bin jetzt wieder ein paar Tage zurück aus Thailand und ich wollte euch halt nur sagen, wo ich halt da war. Ich war einmal in Bangkok waren wir, dann waren wir einmal in Phuket und auf Phi Phi Island. Und gleich zeige ich euch halt, was wir da alles erlebt haben. Ich werde das halt in drei Vlogs aufteilen, je nachdem, wo wir halt waren und von den Orten kommt halt ein Vlog raus. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken und neue Sachen entdecken und was ich euch alles aufgezeigt habe. Einfach viel Spaß beim Zugucken und wir sehen uns dann. Tschüss! Hey Leute, es ist jetzt 5:31 Uhr und mein Bus kommt um 6:01 Uhr und dann geht's auf den Weg zum Flughafen. Und ich nehme euch mit. Ich bin in 2 Wochen in Thailand. Die ersten paar Tage sind wir in Bangkok, dann Phuket und dann auf den Phi Phi Island. Das ist, was ich anhabe. Einfach nur ein Hoodie, Leggings. Ja, mein Koffer ist right there. So ein bisschen zeige ich euch danach. Was? Schokolade? Nein, habe ich nicht genommen. Hast du nicht? Nein, aber der hat so geguckt, deswegen habe ich gelassen. So, wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen und müssen jetzt, also gucken erstmal, ob wir was zum Essen finden. Und danach nehmen wir den nächsten Flug nach Abu Dhabi. So Leute, wir sind in unserem Flieger drin nach Abu Dhabi. Schaut mal, wie geil das hier aussieht. So, jeder hat so Fernseher. Und dann haben wir jeder ein Kopfkissen, eine Decke und Kopfhörer, damit wir uns das anschauen können. Ich zeige euch das mal, wie es so aussieht. So eingerichtet. Leute, schaut mal, wir können uns einfach hier generell die coolen Filme aussuchen, sogar bis zu Indien-Movies gibt es hier. Wir sind jetzt in Abu Dhabi angekommen und was uns als erstes aufgefallen ist, dass es übertrieben heiß und Ortszeit, also in Berlin, also in Deutschland ist es 18:22 Uhr und hier müsste das schon 20 Uhr, ne? 20:22 Uhr, 22 Uhr. Wir haben Pullover an und es ist übertrieben warm. So Leute, wir sind jetzt im letzten Flieger drin und der ist leider nicht so schön. Das ist unser Abendessen, Chicken mit Reis, nochmal Wasser, hier ist nochmal extra Wasser drin und das ist glaube ich Milchreis. So Leute, wir sind jetzt in Bangkok angekommen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal hier noch genau, wie es hier so aussieht. Wir müssen da rennen, weil wir haben jetzt noch viele Stunden, bevor wir einchecken. Und daher müssen wir mal gucken, wie wir uns die Zeit vertreiben und schauen uns mal diesen Airport genauer an. Leute, guck mal, was es hier auf der Toilette gibt. Du kannst einfach, wenn du fertig bist, quasi abstimmen, ob es sauber war für dich oder nicht. Das sieht man auch nicht, ja? So Leute, wir sind jetzt im Hotelzimmer gelandet. Es ist, ja, so wie man es nimmt halt. Haben wir uns jetzt noch ein Bett dazu gestellt, gab es ein bisschen Stress. Gastfreundschaft ja. Sieht anders aus. Also ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn man reinkommt. Ja.
Wir sind jetzt in der Mall drin und suchen jetzt erstmal was zum Essen. So Leute, wir sind jetzt bei KFC Bangkok Style. Das Getränk kann man vergessen. Hier haben wir sowas drin. Mal gucken, wie es schmeckt. Es schmeckt aber alles anders. Wir haben es geschafft! MBK Center! Crepes werden hier herzhaft verkauft. Das hier ist ein Hotdog-Waffel zum Beispiel. Was ist das denn? Habt ihr mal gefragt? Was das ist? Profi am Werk! Wir haben hier andere Profis getroffen. Die haben echt viel Zeit. Hey Leute, wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Und Jenna hat sich hier solche Durian-Candies geholt. Für die Leute, die es nicht wissen, das sind... diese Stinkefrucht. So eine Stinkefrucht halt. Kauft die nicht, die sind nicht so toll, wie sie aussehen. Das sind diese Fake-Koala. Also das ist jetzt so eine kleine spontane Candy-Challenge, sagen wir mal so. Eine weitere wird noch folgen. Bevor wir dann abreisen, werden wir dann nochmal so eine haufenweise Sachen kaufen und da dann euch das nochmal präsentieren halt, ne? So Leute. Nicht wundern, Renis ist am Telefonieren. Und wie gesagt, wir packen das mal jetzt aus. Ich bin voll gespannt, weil es ist ihr und mein erstes Mal, dass wir Durian essen. Also Durian Candy. Das ist ja ein Stinkefrucht. Naja, vieles. Also naja, das war ja fest verpackt, ne? Also. Aber ja. Gleichzeitig? Ja, bitte. Ja, das sieht eigentlich voll cool aus. Uff, das ist das Geruch, dieser Geruch. Ich wette, das ist nicht so schlimm. Also ich kenne ja schon so viele Candies, so asiatische. Okay, so sieht's aus. Voll lustig. Wir sind in Thailand und ich hab so I love Milan. Okay, eins, zwei, drei. Test. Das schmeckt so wie es riecht. Warte, lass doch mal. Hau an. Schlimm ist es gar nicht. Hä? Hallo meine lieben Freunde. Probier du mal, so schlimm ist es nicht. Meine Mutter, sie ist gar kein, also sie meint so, ja, Durian schmeckt voll ekelhaft, aber Durian Candies sind ganz gut. Und ich finde, wenn du es jetzt länger kaufst, oha, sie geht kotzen. Wie schmeckt es denn? Hier. Keine Ahnung. Warte mal. Nee. Ich finde das gar nicht so schlimm. Okay, cut. So Leute, wir sind jetzt frühstücken im ersten Hotel und wie ihr sehen könnt, gibt es sehr, sehr magere Ausbeute leider. Wir haben eigentlich alles dasselbe. Die hat hier so ein Herz vom, wie heißt es? Ei. Jenna versucht einfach das Beste rauszuholen, deswegen hat sie von jedem etwas. Aber wie ihr sehen könnt, ist leider kein Traum, dass ich das so richtig geil filmen kann. Leider nicht. Also im ersten Hotel nicht. Sardierte ist so. Und es ist auch das letzte Mal, dass ich das hier filme. Danke.
Hey Leute, das ist jetzt unser zweiter Tag hier und by the way, achtet jetzt nicht so auf meine Frisur. Ich guck noch, ob ich das so lasse oder was anderes mache. So ist mein Outfit. So, ich bin so angezogen, weil wir zum Tempel fahren und da muss man halt mehr gedeckt rumlaufen, sag ich mal. Und ja, wir machen es uns hier noch ein bisschen fertig. Ich habe jetzt auch nur so ein bisschen so Kleinigkeiten gemacht, weil es ja eh schwül draußen, daher. Was ich euch zeigen wollte, unser Hotel ist neben der Schule und die sind da gerade alle draußen und das wollte ich euch mal zeigen. Ich mache jetzt das Fenster nicht auf, aber ihr könnt ja schon was hören. Wenn ich das aufmache, ist vorbei. Wir sind da, glaube ich, am Spielen. So ein bisschen, so sieht's aus. So, wir sind jetzt in der Bahn. Es ist hier klimatisiert, damit ihr mal ein bisschen sehen könnt. So läuft jetzt so wie Fernsehen. Und ja, und dann einfach hier so normal. So, wir sind jetzt im CM angekommen und laufen jetzt zum MBK Center. Wir sind weitergefahren zum National Stadium und gehen jetzt ins MBK Center rein, um dann erstmal Essen zu suchen. Wie ihr sehen könnt, Sonne ist am Start. Genau. Ich hoffe, dass wir irgendwas Essbares finden. Wir sind in einem Restaurant drin. Ich glaube, der heißt Jana. Das ist halal. Und wir probieren das mal das Ganze. Und dann werden wir uns, glaube ich, noch umschauen. Wir sind im MBK Center. Und danach müssen wir zum Tempel. Ich zeige euch mal, was wir hier haben. Also, ich habe hier Nudeln. Die haben da irgendwie noch Eier drüber getan. Das ist mein Getränk. Okay. Mal gucken, wie es schmeckt. Dann haben wir noch Frühlingsrollen. Jen hat auch noch mal was zum Essen. Bisschen Chicken. Irgendwas. Dann noch mal Rice. Ich kann nicht mal meine Augen richtig aufhalten wegen dem Wind. Wenn ihr wüsstet, wie wir eingestiegen sind. Ich kann nicht mehr. Ich heule vor Lachen. Halt mal. Meine Hand verkauft. Also, wir sind jetzt im Tuk-Tuk drinnen und wir sind hier alle eingequetscht. Wenn ihr wüsstet, wie ich eingestiegen bin. Ich steige ein und lege sich hin. Beide sind schon reingegangen. Und weil ich so groß bin, wusste ich nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Dann bin ich reingeglitten einfach. Echt schnell, Leute. Echt schnell. Also wir fahren jetzt. Unsere Arschbank. Unsere Arschbank lehnen zusammen. Und wir fahren jetzt zum, werden jetzt zum Tempel gefahren. Und ja, er fährt echt schnell und mein Arm fällt auch gleich ab, ey. Ich zeig euch mal hier, wie es aussieht. Im Boot drin und haben jetzt eine Stunde geht die Tour und ja, mal sehen, was wir jetzt noch alles sehen werden. Auf jeden Fall nehme ich es auf für euch, damit ihr es sehen könnt. Und ja, wir sind gerade hier zu 4, zu 5 mit dem Typen da hinten und ja, viel Spaß. I'm fucked up, I should know how.
manche Häuser sind richtig durch. So richtig. Leider. Es gibt auch immer viel Regen und so. Und dann muss man einfach damit mit den Sachen leben, was man halt da hat. Und das sollten echt viele Leute wertschätzen, was man zu Hause in Deutschland hat. Hier hängen die immer ihre Sachen auf. Zu viele beschweren sich immer. Dabei sollte man mal denken, dass es tausendmal mehr Leute gibt, denen es viel, viel schlechter geht. Wir haben uns jetzt gerade Mangos geholt. Lecker fresh cold. Lassen wir uns erstmal schmecken. Und ja, wir sind jetzt mit der Bootstour fertig. Guck mich nicht an, die sehen voll zerstört aus. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo wir gelandet sind und dann schauen wir mal weiter. Oh, 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 oh. What is that? Wer ist das? Ich weiß. So Leute, wir haben uns ausgeruht und nochmal refreshed, sage ich mal. Und jetzt fahren wir zu Nana, zu Nightlife. Nana. Und schauen uns da mal da rum, die Bars und was da alles was da angeboten wird. Schauen wir, Leute, wir sind jetzt in Nana angekommen und hier ist komplett so ein ganzer Markt. Wollen wir uns schon Sachen andrehen, so wie das immer hier so üblich ist. Könnt ihr so hinter mir sehen. So, wir sind jetzt im Hotas drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was? Hooters. Da steht es hinter mir. Da sind die Kellner mit kurzen Shorts unterwegs. So Leute, wir haben bestellt. Unser Hunger war schon viel, viel größer. Und ja, nur noch ein bisschen zu sehen. Aber ich filme gleich Leute, heute ist unser dritter Tag und wir machen uns gerade fertig und möchten halt zum Tempel fahren. Gestern hat es zeitlich nicht mehr hingepasst, weil wir sind angekommen und dann war es schon zu. Und dann sind wir spontan haben wir eine Bootstour gemacht, sind auch mit den Tuk-Tuks gefahren, also war wieder richtig ausgeprägt gestern. Und dann am Abend sind wir dann zu den Hooters, also Hooters sind wir essen gegangen. Hotas. Also ich spreche das immer falsch aus. Und die haben uns, also ich habe einfach so meine Haare nach oben, bisschen hier so Puderlippen. Das ist mein Outfit. So etwas Lockeres mit Leggings. Ziehe noch Sneakers an, also beachtet die Schlappen nicht. Und ja, sind auch gleich fertig und dann geht's los. Und natürlich nehme ich euch ja mit. Wenn wir da sind, zeige ich euch halt, wie das da aussieht. Tschüss. Hey Leute. Anstatt Regenschirme zu holen, haben wir uns solche Dinger hier geholt und wir kotzen schon ab. Das klebt irgendwie auch voll an der Haut. Voll fail. Richtig fail, ey. Wir laufen jetzt gerade zum Grand Canyon. Wir laufen zum Grand Palace. Und ja, bin mal gespannt, wie es denn da drin aussieht. So Leute, wir sind jetzt drin, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Aber hier sind, wie gesagt, hinter mir immer Gruppenbilder wird hier gemacht. Und ja, wir müssen uns noch umschauen. So Leute, wir haben jetzt unsere Eintrittskarten geholt und wir müssen immer unsere Passports zeigen. So, jetzt gehen wir da hinein und müssen durch so eine Kontrolle oder so.
300 dabei. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie es da ist. Die sind jetzt drinnen. So sieht's aus momentan. Sehr viel Gold. Leute, die sind richtig so abgefallen. Also an sich voll die schönen Bilder zu machen. Aber die Leute, die nerven einfach extrem. Wirklich. Stellen sich einfach zu mir und denken auch, ich merke gar nichts. Ey, das ist so richtig abkotzen. Ich kann auch gar keine Bilder dann richtig machen, ohne dass denn irgendeiner sich dazu stellt. Aber ja, irgendwie haben wir es schon geschafft. Ich mache hier auch noch mal eins, ja. Ja, es ist hier auch bald zu, aber es sieht echt schön aus. Also das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Also ist so, Leute, um hier hineinzukommen, musst du deine Schuhe ausziehen. Und da wir, wir haben unsere Socken angelassen, weil, nee, sorry, aber... Darf man nicht fotografieren. Wirklich. Also wir gehen jetzt hier hinein. Wir dürfen nicht filmen oder so und keine Bilder machen, damit ihr Bescheid wisst. So Leute, wir sind jetzt hier im JJ Market, nennt sich das. Also like MBK Center ein bisschen. Jetzt suchen wir gerade Food Court, weil wir brauchen was zum Essen. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind ja hier halt sehr viele Stände und natürlich versuchen wir etwas zu verkaufen. Aber irgendwie sind wir hier die einzigen Touristen, habe ich das Gefühl. Ja, also wir sind mehr südlich. Ja, wir sind mehr südlich drin. MBK ist mehr zentral, hat er gesagt. Ha? So, wir haben uns jetzt erstmal hier Bubble Teas geholt. Richtig geil. Ich habe Strawberry Milk oder so. Jenna hat Oreo Milk oder Tea oder so, keine Ahnung. Und Glennis hat einfach Eiskaffee. Also wir sind gerade im Food Court. Hier JJ Market. Hier kriegst du, also du zahlst Geld und bekommst dann eine Karte quasi. Und das wird dann direkt, wenn du was kaufst oder so, dann wird die Karte drüber gezogen. So, das haben wir uns jetzt hier bestellt. Und bis jetzt ist es das günstigste Essen. 1 Euro. So 1 Euro. 1 Euro, ne? Einfach 1 Euro. Und für die Bubble Tea haben wir wie viel bezahlt? Ein paar Cent. Nicht mal 1 Euro, ey Leute. Geil. So Leute, wir gehen jetzt da durch. Das sind unsere Tickets, die wir einwerfen müssen. Und dann müssen wir, wird es aufgehen und dann laufen wir da vorbei. Hier ist es so geordneter.